Wenn ich jetzt einfach mal so in die Runde fragen würde, welche Version der 787 und des A350 ihr am beeindruckendsten findet, dann würden ziemlich viele wahrscheinlich auf den Airbus A350-1000 oder die 787-10 setzen. Denn ganz klar, es sind die größten, schwersten und leistungsfähigsten Varianten dieser beiden Flugzeugtypen. Aber bei den Fluggesellschaften scheinen diese beiden Versionen der jeweiligen Flugzeuge noch gar nicht so wirklich beliebt zu sein. Wahnsinnig viele Bestellungen konnten die beiden Maschinen noch nicht einsammeln und wir vergleichen diese Modelle jetzt mal miteinander, schauen uns an, wie sie sich von den Basismodellen 787-8 und A350-900 unterscheiden und gucken uns mal an, was sie besonders macht und welches Flugzeug vielleicht am Ende des Tages das bessere ist. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und wir fangen mal an mit dem Dreamliner. Singapore Airlines ist einer von drei Kunden, die aktuell die 787-10 und damit die größte und längste Variante des Dreamliners betreiben. 50 Stück hat die Fluggesellschaft aus dem Fernen Osten davon bestellt. Damit ist Singapore Airlines aktuell auch der größte Kunde für die größte Version des Dreamliners. Zum aktuellen Zeitpunkt hat man bereits 7 Stück davon in der Flotte, aber es sieht gerade so aus, als würde Singapore Airlines jetzt ein paar Bestellungen für die 787-10 in Bestellung für die Basisversion 787-8, die dann bei der Billigtochter Scoot Airlines eingesetzt werden sollen, umwandeln. Jetzt gerade geht es dabei wohl erst um 2 Bestellungen, aber es deutet ja schon mal darauf hin, dass man es mit der 787-10 ja nicht so wirklich eilig hat. Allein mit der Information können wir jetzt aber natürlich nicht über die 787-10 urteilen. Also schauen wir uns erstmal an, wie sich die 787-10 überhaupt von der Basisversion der 787 unterscheidet und was die 787-10 so besonders macht. Irgendwie finde ich das immer wieder beeindruckend, denn es kommt einem noch gar nicht so vor, als wäre das schon so lange her, aber die erste 787-8, also der erste Dreamliner, wurde bereits im Jahre 2011 an die japanische All Nippon Airways ausgeliefert. Das ist schon eine ganze Weile her. Knapp 450 Bestellungen sammelte man jetzt in der ganzen Zeit für die 787-8 ein und knapp 365 Mal konnte man sie bis zum jetzigen Zeitpunkt ausliefern. Eine ganze Weile später kam dann die 787-9. Die brachte man erst Ende 2013 in die Luft. Und das ist wahrscheinlich die 787, bei der die Proportionen am besten passen. Und tatsächlich ist es auch die beliebteste Variante des Dreamliners. Knapp 800 Mal wurde diese Version bestellt und sie wurde auch schon gut 400 Mal ausgeliefert. Bei der Strich 9 hat man im Vergleich zur Strich 8, also zur Basisvariante, den Rumpf um gut 6 Meter verlängert. Für die Strich 10, die dann aber nochmal eine ganze Ecke länger hat auf sich warten lassen, wurde der Rumpf nochmal um 5,5 weitere Meter verlängert. Aber die erste Strich 10, die damit längste Version des Dreamliners, wurde erst im März 2018 an den Erstkunden Singapore Airlines ausgeliefert. Insgesamt konnte man bis zum aktuellen Zeitpunkt diese 787 knapp 170 Mal verkaufen. So viel also erst einmal zum Dreamliner. Von Version zu Version wurde das Flugzeug immer größer, der Rumpf wurde immer länger. Und das bedeutet erst einmal nichts anderes, als dass mehr Passagiere in diesem Flugzeug sitzen können. So deckt die Boeing 787 einen Kapazitätsbereich von typischer Sitzplatzkonfiguration von 240 bis 330 Passagiere perfekt ab. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Airbus mit dem A350 auf die Beine gestellt hat. Der wurde das erste Mal ausgeliefert Ende 2014 als Airbus A350-900 und damit kommt der A350 auch mehr als 3 Jahre nach der Boeing 787 zum ersten Kunden. Ersetzen soll der neue Airbus den alten A340-300, ist damit vielleicht auch eine ganz nette Option für Frau Merkel. Und er soll eine vernünftige Ablöse darstellen für die kleine 777 oder eine gute Alternative zum Dreamliner sein. Mit knapp 67 Metern ist der A350-900 übrigens gut 4 Meter länger als die 787-9. Erste wichtige Erkenntnis ist also schon mal, dass die 787-10 mit etwas mehr als 68 Metern eher von der Größe her ein Konkurrenzprodukt zum A350-900 ist, der mit 330 Sitzplätzen in einer typischen Sitzplatzkonfiguration auch die gleiche Anzahl an Sitzen bietet. Der A350-1000 stößt dann in einen Größenbereich, der bei Boeing dann wiederum von der 777 abgedeckt wird. Ja, und interessanterweise wurde der A350-1000 sogar vor der 787-10 ausgeliefert, und zwar ziemlich genau einen Monat.
Der gut 74 Meter lange Airbus bietet dann Platz für etwa 370 Passagiere. Verkaufen konnte man die 1000er Version des A350 mittlerweile auch, gut 170 Mal. Ist also nicht so, als könnten sich die beiden jeweils größten Varianten von zwei durchaus miteinander vergleichbaren Flugzeugtypen nicht vor Bestellung retten. Aber wieso ist das denn jetzt so? Erst einmal gilt natürlich eine Selbstverständlichkeit. Für einen entsprechenden Flugzeugtypen muss es auch eine entsprechende Zielgruppe geben, ansonsten wird das Ding nicht verkauft. Und während die Zielgruppe für die 787, für den Dreamliner und für den A350 als solches natürlich wahnsinnig groß ist, weil es eben aktuell die Flugzeuge für die verschiedenen Point-to-Point-Modelle und Strategien der jeweiligen Fluggesellschaften sind, da wird der Bereich für die wahnsinnig gestreckten Varianten dieser beiden Flugzeugtypen immer kleiner. International ganz groß agierende Fluggesellschaften, die am besten alle Kontinente der Welt miteinander verbinden, die benötigen zum Aufbau einer effizienten Langstreckenflotte heutzutage am besten Flugzeuge in einem Kapazitätsbereich zwischen 220 und 300 Sitzen mit einer enorm hohen Reichweite. Das hat sich einfach als sehr flexibel und als sehr passend herausgestellt. Das bedeutet natürlich nicht, dass andere Flugzeugtypen auf diesen Strecken nicht funktionieren würden, zum Beispiel etwas ältere 767 oder ein A330 oder größere 777 oder wie auch immer, aber mit A350 und 787 funktioniert es gerade halt sehr, sehr gut. Und Reichweiten, die früher vielleicht nur eine 747 oder eine TriStar oder eine DC-10 bieten konnte, die bietet jetzt auch eine 787 oder ein A350, die mit 280 bis 300 Sitzplätzen Treibstoffverbräuche pro Passagier pro geflogenen 100 Kilometer von unter 3 Litern erzielen können. Boeing gibt sogar für ihre 787 einen Treibstoffverbrauch von um die 2,5 Liter pro Passagier pro 100 geflogenen Kilometern an, was wirklich sehr, sehr effizient wäre. Und übrigens nur mal nebenbei, wenn es zum Beispiel heißt, dass eine Boeing 787 bis zu 20% effizienter zu betreiben ist als der Vorgänger, eine Boeing 767, dann bedeutet das natürlich nicht, dass wenn man die 787 anstelle der 767 einsetzt, dass die dann auch immer genau diese 20% mehr Effizienz rausholt. Denn das Flugzeug ist größer als die 767 und gleichzeitig bietet die 787 auch eine sehr viel größere Reichweite. Heißt, auf der entsprechenden Strecke, auf der eine 767 vielleicht sehr gut funktioniert hat, setzt man da jetzt eine 787 ein, dann ist die vielleicht nur 5-7% effizienter und nicht ganze 20%. Das muss dann eine Fluggesellschaft für ihr jeweiliges individuelles Streckennetz abwägen, ob sich da eine große Investition lohnt für diesen vergleichsweise geringen Effizienzgewinn. Aber wir halten erst einmal fest, dass vor allem die Größe der 787-9 und die des A350-900 für einen Großteil aller Point-to-Point-Flüge wirklich sehr, sehr passend sind. Dazu kommt, dass die 787-9 mit über 14.000 Kilometer, genauso wie der A350-900 mit über 15.000 Kilometer, eine enorm hohe Reichweite bieten, die einen flexiblen Einsatz der Maschinen auf der ganzen Welt ermöglichen. Qantas zum Beispiel fliegt mit der 787-9 nonstop von Perth nach London. Das ist ein ziemlich langer Flug mit über 17 Stunden und diesen Flug kann die Fluggesellschaft nun endlich wirklich effizient betreiben, weil die Größe der 787-9 passt und die Reichweite das Ganze möglich macht. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, denn mit der 787-10 geht man in genau dieser Entwicklung zu kleineren Flugzeugen mit immer größerer Reichweite jetzt einen gewaltigen Schritt zurück. Denn die 787-10 behält das Abfluggewicht der 787-9 von etwa 255 Tonnen, was auch einen Vorteil mit sich bringt, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Gleichzeitig bedeutet das aber, dass die Masse, die zusätzliche Passagiere, zusätzliches Gepäck und auch einfach zusätzliche Flugzeugstruktur mit sich bringt, das muss dann wiederum an Sprit fehlen, wodurch die Reichweite der 787-10 von über 14.000 Kilometern bei der -9 jetzt auf unter 12.000 Kilometer sinkt. Das ist selbstverständlich noch immer ausreichend für einen Großteil aller Langstrecken, aber auf einigen für die 787-9 möglichen Strecken fliegt die -10 dann raus. Da kommt dann die nächstgrößere 777 ins Spiel, die dann wieder Größe, also Sitzplatzkapazität und Reichweite auf einem anderen Level bieten kann. Airbus verfolgt bei der ganzen Sache eine andere Strategie, denn der A350-1000, der bekommt ein wiederum erhöhtes Abfluggewicht. Im Vergleich zur 900er Version wird das maximale Abfluggewicht des Fliegers jetzt um mehr als 40 Tonnen erhöht, auf knapp 316 Tonnen. Das ist eine ganze Menge, damit ist der Airbus sehr, sehr schwer. Dann kann aber dafür auch wieder mehr Sprit in die Tanks,
aber er braucht dafür auch wieder stärkere Triebwerke, die stärksten, die je an einem Airbus eingesetzt wurden. Und es kommt eine leicht erkennbare Sache dazu, und zwar bekommt der Flieger am Hauptfahrwerk eine zusätzliche Achse. Und das ist ja auch schön und gut, aber welche der maximal gestreckten Varianten, aktuell maximal gestreckten Varianten der 787 oder des A350, welches Flugzeug ist da jetzt das bessere? Die beeindruckendere Maschine ist dann vielleicht der Airbus. Immerhin ist der schlicht und einfach größer, schwerer und leistungsfähiger. Aber es ist dann doch eher wie bei Samsung und Apple oder iOS und Android oder Windows und Mac. Gut funktionieren tut das mittlerweile alles, aber man muss für sich selbst ganz persönlich und individuell entscheiden, was denn besser passt. Und dann kann man auch eine klare Antwort auf diese Frage finden. Dafür wollte ich mir ein Beispiel raussuchen, und ich glaube, das beste Beispiel, was es dafür gibt, ist Emirates. Denn die wurden jahrelang als absolut sicherer A350-Kunde gehandelt. Die haben auch den Flieger ja schon bestellt gehabt. Aber bevor es ernst wurde, stornierte man das Ganze und man entschied sich dann im Jahre 2017 auf der Dubai Airshow für 40 787-10. Die wurden zwar noch nicht fest bestellt, aber man unterzeichnete immerhin eine Absichtserklärung für die Flieger. Und warum haben die das gemacht? Ganz einfach, weil die 787-10 für das, was Emirates als Fluggesellschaft individuell damit vorhat, ganz klar das bessere Flugzeug im Vergleich ist. Denn die 787-10 ist leichter, bedeutet, dass sie einen großen Reichweitennachteil hat. Aber gleichzeitig bedeutet das auch, dass sie einen enormen Kostenvorteil hat, wenn es um das Thema Gebühren geht zum Beispiel. Und auch das ist natürlich bei einer Fluggesellschaft ein großer Punkt beim Thema Effizienz. Dazu kommt, dass die größere Reichweite bei einem der beiden ähnlich effizienten Flugzeuge dafür sorgt, dass die jeweilige Maschine größere Tanks benötigt. Das Flugzeug muss schwerer sein, dafür benötigt es wiederum größere Tragflächen, die das Gewicht auch schleppen können. Gleichzeitig dann aber auch größere und stärkere Triebwerke. Und das sind tatsächlich in diesem Fall ja alles Nachteile für den Airbus. Der Chef der Fluggesellschaft, Tim Clark, sagte das bei der Absichtserklärung im Jahre 2017 wirklich ziemlich passend. Die 787-10 ist für Emirates schlicht und einfach das perfekte 8-Stunden-Flugzeug. Und so einfach ist es dann. Die beiden jeweils größten Varianten, der Boeing 787 und des A350, bedienen zum aktuellen Zeitpunkt eine Nische am Markt. Die 787-10 für mittlere Langstrecken mit etwas mehr Leuten an Bord, eben das perfekte 8-Stunden-Flugzeug, und der A350-1000 für längere Langstrecken mit ebenfalls ähnlich vielen Leuten an Bord. Damit befindet er sich im 777-Gebiet, und deswegen sollten wir den A350-1000 auch unbedingt mal mit den neuen 777 vergleichen. Für den ganz breiten, ganz großen Markt der aktuellen Point-to-Point-Verbindungen sind allerdings beide Flugzeuge, A350-1000 und 787-10, entweder zu groß und oder bieten zu wenig Reichweite. Ja, und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Für alle, die bis zum jetzigen Zeitpunkt dabei gewesen sind, gibt es jetzt nochmal einen kleinen Einblick in das, was ich aktuell so die Hälfte des Tages mache. Und zwar läuft in meiner Ausbildung jetzt noch eine der letzten IFA-Praxisphasen, und deswegen gibt es jetzt nochmal eine Landung in Hannover. Nur mal so ganz entspannt zum Angucken. Und falls ihr noch ein paar zusätzliche Einblicke zu dem Ganzen haben wollt, dann könnt ihr jetzt auch gerne mal wieder auf meiner Instagram-Seite vorbeischauen. Da poste ich jetzt auch wieder etwas regelmäßiger Bilder. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen was zu zeigen. Also auf Instagram heiße ich einfach, genauso wie hier auf YouTube auch, Aeronews Germany. Und damit soll es das dann für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen, und dann bis morgen und tschüss.